Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann geben Sie mir bitte ein Like und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Wochenhoroskop Widder für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Widder, schon bald können Sie sich über Erfolge freuen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Mars, ab Donnerstag Merkur, ab Mittwoch Venus, Saturn. Eher kritisch zu betrachten ist Pluto. Wie oft schon haben Sie sich gefragt, warum plage ich mich Tag für Tag so ab? Wofür ist das eigentlich gut? Merkur, der am Donnerstag in den Schützen wechselt, gibt Ihnen die Antwort. Sie gehen immer ans Limit, weil sie Ihre Bestimmung ist. Und Sie brauchen den Erfolg wie die Luft zum Atmen. Jetzt mehr denn je. Und Venus, auch im Schützen, hilft Ihnen, dass sich Erfolge bald einstellen. Mein guter Rat. Obwohl es bereits auf Ende November zugeht, spüren Sie eine innere Leichtigkeit. So, als stünde nicht der kalte Winter vor der Tür. Das verdanken Sie Merkur und Venus, die in das Zeichen Schütze einziehen und ihnen Hoffnung und Freundlichkeit verleihen. Sie können mit dieser neuen Energie viel bewirken. Lassen Sie sich von diesen beiden Planeten inspirieren. Sie zeigen Ihnen neue Wege auf. In der Liebe, auch wenn er Sie gerade fasziniert, Sie bleiben vorsichtig. Er hat Sie einfach zu oft verletzt. Für Sie zum Nachdenken. Nur wer sich sicher fühlt, ist tolerant. Carl Carstensen. Horoskop Stier für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Stier, jetzt zeigen Sie sich von Ihrer stärksten Seite. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Pluto, Jupiter, bis Dienstag Venus, Sonne, bis Mittwoch Merkur, Neptun. Eher kritisch ist zu betrachten Saturn und Uranus. Pluto und Jupiter stehen im günstigen Trigon zu ihrem Zeichen. Das heißt für Sie, lieber Stier, alles wird gut, wenn Sie jetzt Ihre Talente abrufen und Ihren Wesenskern ausmachen. Dazu gehören überlegtes Handeln, souveräne Gelassenheit und vernunftorientierte Entscheidungen. Wenn Sie allerdings ängstlich und aufgeregt agieren, werden Sie alles vermasseln. Ein solches Verhalten widerspricht Ihrer Natur. Daher mein guter Rat an Sie, Merkur und Pluto treffen sich im Trigon. Mit dieser Energie haben Sie Lust auf Auseinandersetzungen und Diskussionen. Sie sind jetzt bereit, für Ihre Ziele zu kämpfen und lassen sich nicht so leicht übervorteilen. Gut so, aber bitte immer fair bleiben dabei. Liebe, Sie genießen gern mein Essen mit ihm, aber im Grunde ist er Ihnen zu behäbig und gemütlich. Für Sie zum Nachdenken. Ich gehöre und vergesse, ich sehe und behalte, ich handle und verstehe. Konfuzius. Wochenhoroskop Zwillinge für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Zwilling, jetzt bekommt Ihre Liebe eine zweite Chance. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Saturn, ab Mittwoch Venus, ab Donnerstag Merkur, Mars. Eher kritisch zu betrachten ist Neptun und Jupiter. Ist das Liebesfeuer in Ihrer Beziehung schon am Verglühen? Lieber Zwilling, keine Sorge, da werden bald wieder die Funken fliegen. Venus gibt Ihrer Beziehung eine zweite Chance, mit allem, was dazugehört. Und falls Sie Single sind, Sie müssen nur Herz und Sinne öffnen, dann wissen Sie schnell, wer gern Ihre Hand halten möchte. Und glaubt man Saturn, lässt Ihr neuer Freund Ihre Hand so schnell nicht mehr los. Das kann so eine tiefe Liebe werden, dass Sie sie niemals mehr vergessen werden, egal was am Ende dabei rauskommt. Mein guter Rat, wenn Merkur und Venus diese Woche in das Zeichen Schütze wechseln, werden die Wege, auf denen sich Ihr Leben bewegt, heller und freundlicher.
so als würden sie aus einem dunklen Wald heraus plötzlich ins Licht treten. Das Herz geht ihnen auf und sie sind glücklich. Für sie zum Nachdenken: Bewältige eine Schwierigkeit und du hältst 100 andere von dir fern. Wochenhoroskop Krebs für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Krebs, um dieses Glück lohnt es sich zu kämpfen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Uranus, Jupiter bis Mittwoch, Merkur, Sonne bis Dienstag, Venus, Neptun, eher kritisch Pluto. Wie ist so etwas nur möglich? Die halbe Welt ist voller Pessimismus und Sie, lieber Krebs, schauen voller Zuversicht in die Zukunft. Sie lassen sich die eigenen Lebenspläne nicht länger von schlechten Nachrichten vermiesen. Sonne, Jupiter und Uranus richten ihren Blick auf das kleine Glück in ihrem privaten Lebensbereich. Ein Glück, um das es sich zu kämpfen lohnt. Die Sterne helfen ihnen dabei. Mein guter Rat: Die Sonne steht günstig für Sie. Diese wirkt angenehm stimulierend auf Sie. Ganz automatisch machen Sie sich auf die Suche nach neuen Herausforderungen, die Ihrer momentan so starken Persönlichkeit entsprechen. Sie wollen sich selbst ausdrücken und finden schnell einen Weg, andere von sich zu überzeugen. Sie haben den Dreh raus und machen aus allem das Beste. Liebe: In der Liebe fühlen Sie sich einfach wohl miteinander. Für Sie zum Nachdenken: Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Von Albert Einstein. Wochenhoroskop Löwe für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Löwe, freuen Sie sich auf ein tolles Wochenende. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Mars ab Donnerstag, Merkur ab Mittwoch, Venus, eher kritisch zu betrachten. Sonne bis Dienstag, Venus, Uranus, Saturn bis Mittwoch, Merkur. Die Woche fängt etwas schwierig an, aber dann, die kritischen Aspekte der ersten Wochentage sollten Sie sich nicht entmutigen, lieber Löwe. Ja, da fühlt sich alles sehr zäh an, nichts will richtig vorangehen. Dann aber bekommen Sie Schützenhilfe von Venus und Merkur und schon kann das Fest beginnen. Hier eine Liebeserklärung, dort ein unerwarteter Erfolg. Freuen Sie sich auf ein tolles Wochenende. Mein guter Rat: Diese Woche wechseln Merkur und Venus in das verwandte Zeichen Schütze. Sie finden den richtigen Weg, fühlen Sie sich gut und setzen in dieser Woche die richtigen Prioritäten und schon stellen sich erste Erfolge ein. Die Schütze-Energie fördert auch das Glück. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass Sie im Lotto gewinnen, aber Sie werden feststellen, dass Ihnen alles deutlich leichter fällt. In der Liebe: Eigentlich müssten Sie sich mögen. Sie sind sich sehr ähnlich, aber Sie rivalisieren nur dauernd miteinander. Warum? Für Sie zum Nachdenken: Achtung, ist der Freundschaft unfehlbares Band. Von Friedrich Schiller. Wochenhoroskop Jungfrau für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Liebe Jungfrau, Sie brauchen dringend eine Auszeit und Erholung. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter, Sonne bis Dienstag, Venus bis Mittwoch, Merkur, Uranus, Pluto. Eher kritisch ab Mittwoch, Venus, ab Donnerstag, Merkur, Neptun, Mars. Was tun, wenn die Zeiten noch schlimmer werden? Die Frage quält Sie und deshalb brüten Sie dauernd über Notstandspläne. Das kostet Kraft und macht schlechte Laune. Viel lieber sollten Sie auf Jupiter hören. Der rät dringend dazu, sich eine Auszeit zu nehmen, sich zu erholen und Kraft zu tanken. Momentan schwächt Sie ein Mars-Quadrat und da gelingen auch noch keine Notstandspläne. Mein guter Rat: Merkur und Venus wechseln diese Woche in das Zeichen Schütze und stehen somit im Quadrat zu ihnen.
Das klingt ein bisschen hart, bedeutet aber, dass Sie sich mehr nach innen wenden sollen. Beschäftigen Sie sich mehr mit Ihrer Seele. Kümmern Sie sich um sie. Führen Sie Gespräche mit ihr. Schenken Sie ihr Ihre ganze Liebe. Sie spüren, wie gut Ihnen das tut. Letztendlich kommen Sie zu neuen Erkenntnissen. In der Liebe ein wertvoller Ratgeber im Beruf und ein treuer Freund. Für Sie zum Nachdenken. Merkur trifft sich mit Uranus und auch die Sonne trifft sich mit Uranus. Beide Aspekte fördern Ihre positiven Seiten, bringen Ihre Talente noch stärker zum Ausdruck und sind Ihnen eine große Hilfe. Sie erzeugen in dieser Woche Aufmerksamkeit, sofern Sie das wollen. Auf jeden Fall haben Sie das Zeug dazu. Nutzen Sie diese positive Tendenz bitte unbedingt auf der beruflich-geschäftlichen Ebene. Gerhard Altenburg. Wochenhoroskop Waage für die nächste Woche vom 14.10.11. bis 20.11. Liebe Waage, Merkur und Venus zeigen Ihnen den Weg zum Erfolg. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig steht Saturn, ab Donnerstag Merkur, ab Mittwoch Venus, Mars. Eher kritisch dazu Pluto. In dieser Woche müssen Sie einfach über Ihren Schatten springen, liebe Waage. Und Ihr Schatten heißt Pluto. Wieder einmal versucht Pluto, Sie kleiner zu machen, als Sie sind. Behelligt Sie ständig mit Selbstzweifel. Hören Sie nicht auf ihn. Folgen Sie lieber Merkur und Venus, die Ihnen jetzt den Weg freimachen zu mehr Selbstbewusstsein und damit auch zu mehr Erfolg. Sie können viel mehr erreichen, als Sie glauben. Mein guter Rat, Venus steht ab Mittwoch günstig zu Ihrem Sternzeichen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich mit dieser Venus zu verbinden, ihr ganz nah zu sein. Sie versteckt sich in Tausenden von Dingen, in verhangenen Wolken, einen Sonnenstrahl, der sie durchbricht, in schönen, dekorierten Schaufenstern, in Menschen, die lachen, in Kindern, die spielen. Mit der Zeit werden Sie selber immer venussicherer werden. Liebe, in der Liebe sind Sie das Traumpaar der Woche. Für Sie zum Nachdenken. Die Welt besteht aus lauter Gelegenheiten der Liebe. Sören Kierkegaard. Wochenhoroskop Skorpion für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Skorpion, schließen Sie dieses Glück fest in Ihre Arme. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Sonne bis Mittwoch Merkur bis Dienstag Venus. Pluto, Neptun, Jupiter. Eher kritisch steht zu Ihnen Uranus und Saturn. Sie müssen das Glück, das in dieser Woche auf Sie zukommt, einfach nur fest in die Arme schließen, lieber Skorpion. Es wird sich gut anfühlen, für ein paar Tage alle Ängste und Sorgen zu vergessen, neue Hoffnung und Zuversicht zu verspüren und sein Herz der Liebe anzuvertrauen. Jupiter schenkt Ihnen eine super Woche. Sie werden neue Kraft schöpfen, Lebensmut und Lebensfreude zurückgewinnen. Mein guter Rat, Venus steht noch bis Dienstag in Ihrem Sternzeichen und weckt nach wie vor Ihre Gefühle. Zu Venus in Ihrem Zeichen gehört bekanntlich auch die Leidenschaft. Besonders mit dieser Skorpionenergie wird es in Ihnen regelrecht brodeln. Worauf Sie achten sollten, ist eventuell auftretenden negativen Gefühlen wie Neid und Eifersucht nicht zu viel Raum zu schenken. Liebe, Sie kennen sich in- und auswendig und mögen sich deswegen ohne Einschränkungen. Aber Achtung, leben Sie nicht eine zu große Selbstliebe. Das kann ich Ihnen nur dazu raten. Für Sie zum Nachdenken, hab alles losgelassen, nur um nach deinen Händen zu greifen. Von Kasper. Wochenhoroskop Schütze für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Schütze, Mitte der Woche wird ein Wunder geschehen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig, günstig. Mars, ab Mittwoch Venus, ab Donnerstag Merkur, Saturn. Eher kritisch Neptun,
Jupiter. Anfang der Woche spüren Sie noch die kritischen Aspekte von Jupiter und Neptun, lieber Schütze. Da gehen Ihnen seltsame Dinge durch den Kopf, die sehr realitätsfern sind. In der Wochenmitte wechseln Merkur und Venus in Ihr Zeichen und schon geschieht das Wunder. Sie haben wieder klare Ziele vor Augen, beruflich wie privat. Und das Beste ist, Sie werden diese Ziele auch schon bald erreichen. Mein guter Rat: Mit Venus, die ab Mittwoch in Ihren Zeichen steht, erwachen zuallererst einmal Ihre positiven Eigenschaften. Allen voran Ihr Optimismus, Ihre Lebensfreude, Ihre Sehnsucht nach höheren Erkenntnissen. Auch Merkur wandert am Donnerstag in Ihr Zeichen. Jetzt können Sie noch überzeugender und erfolgreicher auftreten. Liebe, bei so viel Temperament muss man auch ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert. Für Sie zum Nachdenken: Will man Schweres bewältigen, muss man es leicht machen. Bertolt Brecht. Wochenhoroskop Steinbock für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Steinbock, Sie sind das Glückskind der Woche. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Sonne bis Mittwoch, Merkur bis Dienstag, Venus, Uranus, Neptun, Jupiter. Eher kritisch zu betrachten ist Pluto. Sechs Planeten stehen in einem traumhaften Sextil zu Ihrem Sternzeichen. Lieber Steinbock, was soll da noch schiefgehen? Nichts. Denn Sie sind das Glückskind der Woche und Sie sollten das Glück jetzt auch bei den Hörnern packen. Mit diesen Sternen können Sie Ihre Träume in Ihr Leben holen, ein neuer Job, ein neues Projekt, eine neue Liebe. Gehen Sie es an. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Mein guter Rat: Merkur trifft sich mit Pluto im Sextil und mit Jupiter im Trigon. Sie können endlich wieder ein paar Dinge vorantreiben, Sachen, die Sie schon lange vor sich herschieben, können weggearbeitet werden. Darüber sind Sie nun aber sehr erleichtert. In der Liebe, wie soll es anders sein? Sie sind ein Traumpaar, weil Sie einander verstehen und respektieren. Für Sie zum Nachdenken: Die Irrtümer des Menschen machen ihn eigentlich lebenswert. Von Goethe. Wochenhoroskop Wassermann für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Wassermann, es gibt unerwartet gute Nachrichten für Sie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Mars, ab Donnerstag Merkur, ab Mittwoch Venus. Eher kritisch zu betrachten sind die Sonne, Saturn, Uranus, bis Dienstag Venus, bis Mittwoch Merkur. Ein paar kritische Aspekte drohen da mit erhobenen Zeigefinger, lieber Wassermann. Saturn möchte, dass Sie mehr Verantwortung für andere und auch für sich selbst übernehmen. Ein Merkur und ein Uranus-Quadrat fordern mehr Realitätssinn, aber auch Sie profitieren von den Glückskonstellationen in dieser Woche. Probleme lassen sich leichter als befürchtet lösen und es gibt unerwartet gute Nachrichten. Mein guter Rat an Sie: Planet Merkur und Venus wandern diese Woche in den Schützen und das tut ihnen gut. Sie fühlen sich heiter und beschwingt und Probleme sind in weite Ferne gerückt. Sie sind guter Dinge und sie gehen mit Freude an neue Aufgaben ran. Nichts wird ihnen zu viel, zumal auch Mars unterstützend mit eingreift, wenn ihnen etwas zu viel werden sollte. Liebe, das kann die große Liebe werden. Für Sie zum Nachdenken: Lache das Leben an, vielleicht lacht es wieder. Jean-Paul Sartre. Wochenhoroskop Fische für die nächste Woche vom 14.11. bis 20.11. Lieber Fisch, alles Wichtige bitte bis Dienstag erledigen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter bis Mittwoch, Merkur, Sonne, Trigon, bis Dienstag Venus, Uranus, Pluto. Eher kritisch zu betrachten sind Neptun, Mars, ab Donnerstag Merkur, ab Mittwoch Venus.
Am besten Sie erledigen alle wichtigen Dinge bis Dienstag, lieber Fisch. Das dringende Geldgespräch mit dem Chef, das Rendezvous, die Amazon-Bestellung, bis zur Wochenmitte läuft das alles wie gewünscht. Danach wird es eher kritisch. Merkur, Venus, Mars und Neptun stellen sich dann in den Weg und blockieren Sie. Nur Jupiter passt dann noch auf, dass keine allzu schlimmen Dinge passieren. Mein guter Rat, bevor Merkur das Zeichen wechselt, geht er noch starke Verbindungen mit Pluto und Jupiter ein. Da können Sie einiges auf die Beine stellen. Sie freuen sich, dass Ihnen diese Woche so viel gelingt, mehr als Sie gedacht haben. Liebe. Auch die Liebe schenkt Ihnen mit Venus und Jupiter noch eine Chance, also halten Sie die Augen offen. Für Sie zum Nachdenken. Zeige dich, wie du bist. Oder sei, wie du dich zeigst. Rumi. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude bereiten und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auch in Zukunft wieder hören würden. Ich wünsche euch auf diesem Weg eine gute und erfolgreiche Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.